Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich habe für euch einen Kurs Techniken der Ölmalerei vorbereitet, in dem ich euch in mehreren Teilen die verschiedenen Techniken der Ölmalerei vorstellen möchte. Diese Videos richten sich jetzt an diejenigen unter euch, die schon mal Ölmalen ausprobiert haben, die also erste Erfahrungen gesammelt haben, und die jetzt sagen, jawohl, Ölmalerei, das ist es, wo ich dabei bleiben möchte und ich möchte das Ganze jetzt von der Pike auf lernen. Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal ganz eindringlich alle bitten, bitte achtet darauf, dass ihr, wenn ihr mit Ölfarben arbeitet, dass ihr die Räume gut lüftet und dass ihr die Mallappen hinterher korrekt entsorgt. Beim Ölmalen, das wisst ihr ja, da muss man mit Lösemitteln arbeiten und Lösemittel sind erstens entzündlich und zweitens gesundheitsschädlich, dürfen also unter gar keinen Umständen ins Abwasser kommen. Also da bitte ganz arg darauf achten, dass er das umweltgerecht alles entsorgt. Ja, und jetzt sind wir schon beim ersten Teil und zwar bei der Schichtenmalerei. Die Schichtenmalerei hat sich ursprünglich aus der Malerei mit Eitempera-Farben entwickelt. Und irgendwann sind die Maler so im 14. Jahrhundert draufgekommen, dass wenn man die Pigmente mit Öl vermischt, dass die erstens länger feucht bleiben als Eitempera-Farben und dass man die zweitens so schön ineinander wischen kann, dass man eben keine Übergänge sieht. Und dann haben die halt experimentiert. Zuerst haben sie mit Eitempera-Farben weiter untermalt und haben dann drüber lasiert. Das zeige ich euch heute, wie das geht. Mit der Zeit sind sie dann draufgekommen, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Und als dann im 19. Jahrhundert die Farben auch industriell hergestellt wurden, also das auch wesentlich leichter war, mit diesen Farben umzugehen, hat man ganz auf Untermalungen verzichtet und ist mehr und mehr zu der sogenannten à la prima Malerei übergegangen. Aber ich zeige euch jetzt erst einmal, wie diese Schichtenmalerei funktioniert, wie man eben eine Untermalung mit Eitempera herstellt und wie man das Ganze dann farbig lasiert. Ich zeige euch zunächst einmal, was wir heute alles brauchen, weil das schon ein bisschen umfangreich ist. Und zwar zur Herstellung der Eitempera-Farben braucht man ein Ei. Dann, wenn ihr möchtet, Leinöl, ist nicht unbedingt notwendig, funktioniert auch nur mit Wasser. Dann braucht man Wasser. Wir brauchen zwei verschiedene Gläser, damit wir das Ei trennen können. Und wir brauchen schwarzes Farbpigment und weißes Farbpigment. Falls ihr das nicht habt, falls euch das jetzt im Moment zu teuer ist, euch das alles anzuschaffen, dann könnt ihr das Gleiche, diese Schwarz-Weiß-Untermalung, das könnt ihr auch mit Acrylfarben machen. Dann braucht man aber auf jeden Fall Ölfarbe natürlich und gerade weil wir ja jetzt den alten Meistern nachspüren wollen und die hatten die Farben, die wir heute haben, nicht zur Verfügung. Wir brauchen vor allem Erdfarben und da würde ich halt sagen, kauft euch auf jeden Fall lichter Ocker, dann gebrannte Siena und Indigo. Das sind so die Farben, die waren damals, die standen eben damals zur Verfügung. Die Erdfarben wurden, wie der Name schon sagt, aus Erdfarben gewonnen und Indigo wird aus der Färberwurzel gewonnen. Und das sind halt so die natürlichen Farbpigmente, die denen zur Verfügung standen. Dann braucht man auch Weiß. Da haben die alten Meister zwar früher Bleiweiß verwendet, das wohl auch besser ist, um das Bild haltbar und elastisch zu machen. Das wird aber bei uns nicht mehr hergestellt, weil Blei einfach giftig ist. Und da hat man irgendwann dann gesagt, gut, da opfert man die Haltbarkeit einfach und geht das Risiko ein, dass das Bild halt jetzt nicht 500 Jahre hält, sondern man nimmt halt lieber eine Farbe, die nicht so giftig ist. Und das ist Titanweiß. Worauf ihr bei den Farben, die ihr euch kauft, achten solltet, vor allem wenn wir jetzt dann mit der Schichtenmalerei anfangen, das ist die sogenannte Deckfähigkeit. Und zwar, ich habe jetzt wieder die zwei Firmen dabei, das gibt es natürlich auch von allen anderen großen Firmen. Ihr müsst aufpassen, ob die Farbe, da ist so ein kleines Kästchen drauf, ich mag es euch auch wieder unten rein, was das bedeutet. Und das heißt, die Farbe ist halb lasierend oder halb deckend oder deckend. Und es ist sinnvoll für diese Schichtenmalerei halt, am Anfang zumindest möglichst wenig deckende Farben zu nutzen. Ich hole mal nochmal das Titanweiß.
das ist Titanweiß, das deckt sehr stark ab. Und das ist natürlich Blödsinn, weil wenn ich mir jetzt die Mühe mache und eine tolle Untermalung in Schwarz-Weiß mache und dann decke ich die mit deckenden Farben ab, dann kann ich mir das gleich sparen. Ja, und jetzt stelle ich mal das nochmal ganz kurz weg, weil ich euch noch ganz kurz zeigen möchte, auf welchen Prinzipien die Schichtenmalerei basiert. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, wie wenn ihr bei der Schichtenmalerei einfach so verschiedene Transparentpapiere übereinander legt. Und ich habe euch das hergelegt aus dem Grund, weil wenn ich das Blau und das Rot jetzt durch so Schichten herstelle, ne, indem ich das so einfach so übereinander lege, dann habe ich eine völlig andere Farbwirkung, als wenn ich mir das Violett gleich mische. Und das macht man sich halt bei der Schichtenmalerei zunutze, dass man sagt, manchmal habe ich Schichten, die nur so ganz fein drüber gelegt werden, wo das Weiß ganz stark durchschimmert. Manchmal lege ich die so übereinander. Oder manchmal kann man die auch mischen und dann drauflegen. Und dann hat man eine ganz, ganz große Bandbreite an Farbnuancen. Und das war natürlich in der Zeit, wo die Pigmente einfach auch nicht so vielfältig waren, war das halt einfach auch sehr nützlich. Und was in der Schichtenmalerei noch wichtig war, das war die Erkenntnis, dass eben Farbstellen, die weiß gehüllt waren, also wo man praktisch von dunkel nach hell die Farbe aufgebaut hat, und das Weiß, ich drehe es mal nochmal so ein bisschen, und das Weiß schon von vornherein dicker auf dem Papier oder auf der Leinwand steht, dass diese Fläche das Licht anders reflektiert als die dunklen Flächen, die eben nur einmal aufgetragen wurden. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. So, wir stellen uns jetzt als erstes Eye-Tempera selber her. Das ist nicht schwer. Das war halt auch so ein Stoff, der einfach natürlicherweise zur Verfügung gestanden hat, weil man halt irgendwann mal rausgefunden hat, dass wenn man Ei, wenn das irgendwo drauf klebt, dass man das halt nicht mehr abbringt und dass das richtig haltbar ist. Das, wenn ihr vielleicht schon mal Rührei irgendwo auf der Arbeitsfläche versehentlich verschüttet habt und habt das nicht rechtzeitig abgewischt, dann merkt ihr auch, wie gut Ei klebt. Und zwar kann man Eye-Tempera-Farben auf verschiedene Art und Weise herstellen. Ihr könnt nur das Eigelb mit Wasser nehmen und das mit dem Pigment verrühren. Wenn ihr allerdings eine größere Menge haben wollt, also ein größeres Bild malt, dann könnt ihr das Ganze auch strecken, indem ihr dann Leinöl und das ganze Ei nehmt. So, und das Ganze funktioniert so. Ihr schlagt das Ei auf. Lasst das Eiweiß abfließen, so wie man das halt beim Kuchenbacken auch macht. Und wenn ihr euch viel Mühe machen wollt, dann könnt ihr versuchen, das Eigelb mit einer Nadel jetzt anzustechen und nur den Inhalt von diesem Dottersack da reinzugeben. Mir ist das immer zu viel, ich mache das hinterher mit dem Pinsel. Weil diese weißen Teile, also man kann die auch drin lassen, das macht überhaupt nichts, das tut der Qualität von dem Bild keinen Abbruch, aber das Problem ist, dass die beim Malen halt dann oft so unschöne Schlieren ergeben und dann müsst ihr es halt beim Malen, während des Malprozesses, müsst ihr es halt rausmachen. Und dann könnt ihr das Ganze jetzt einfach bloß mit Wasser verdünnen. Und dann halt richtig gut verrühren. Und ihr seht schon, das ist jetzt diese sogenannte Emulsion, die da entsteht. Also ganz natürlicherweise, dass sich eben da das Wasser mit dem fetthaltigen Ei vermischt. So, und dann gibt man das Ganze einfach zu den Farbpigmenten dazu. Und dann wird das Ganze gut verrührt, dass sich die Farbe da drin gut auflöst. Und dann ist die Farbe mal fertig.
Dieses verrührte Eigelb, das hält sich, wenn man das in den Kühlschrank gibt, hält sich das ein paar Tage. Aber ihr müsst das tatsächlich gekühlt halten. Und auch nach ein paar Tagen ist es so, dass das tatsächlich irgendwann anfängt zu stinken. Und falls euch das passiert, dann müsst ihr das Glas unbedingt super, super gut ausspülen, dass da keine Reste drin bleiben. Weil sonst, wenn ihr da wieder Ei reinmacht oder Eitempera reinmacht, dann kann es euch passieren, dass das eben gleich wieder zum Schimmeln anfängt. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, wie diese Farbe sich, wie sich die verhält. Und zwar habe ich verschiedene Malgründe mitgebracht. Das ist eine fertig gekaufte Leinwand. Und die ist so ein bisschen fettig von der Schicht her. Deswegen stößt die jetzt beim ersten Farbauftrag die Farbe ab. Während das ist Graupappe, völlig unbehandelt. Und da funktioniert die Eitempera-Farbe im Endeffekt genau wie Acrylfarbe. Die versiegelt jetzt die Oberfläche und dann kann man unbesorgt drüber malen. Das ist Graupappe, die habe ich mit Acrylfarbe vorbehandelt. Ist natürlich nicht das, was die alten Meister gemacht haben, weil die haben ja einen Kreidegrund mit Tierleim gemacht. Also das sind Methoden, die sind uns heute nicht mehr so geläufig. Ich mag es der Einfachheit halber halt jetzt mit dieser Acrylfarbe. Und das sieht er schon, das geht wesentlich besser. Die Farbe ist natürlich jetzt auch sehr dünn. Jetzt probieren wir mal das Weiß. Ist das ähnlich? Genau, und dann kann man die Farbe eben auch vermischen. Also das funktioniert wirklich wie Acrylfarbe. Deswegen könnt ihr diesen Prozess getrost auch mit Acrylfarbe ersetzen. Der Unterschied, warum, glaube ich, viele Maler auch mit Eitempera arbeiten, ist, dass wenn das trocken ist, sich das irgendwie ganz anders anfühlt, also so kreidig anfühlt und eben nicht so glänzt, wie das bei den Acrylfarben der Fall ist. Und bei Eitempera ist es genau wie bei den Acrylfarben. Das trocknet unglaublich schnell wasserfest auf. Und ihr könnt spätestens nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten könnt ihr da jetzt drüber malen. Wenn ihr die Temperafarbe mit Leinöl anrührt, dauert das Ganze ein bisschen länger. Also da ist vielleicht dann, wenn ihr schnell arbeiten möchtet, ist es günstiger, ihr macht die Tempera nur mit Eigelb und Wasser. Aber beides ist möglich, probiert es einfach aus. Ich habe euch, damit das alles ein bisschen schneller geht, jetzt schon mal Beispiele vorbereitet. Das ist jetzt eine Untermalung mit Acrylfarben. Dieses Stadium des Bildes nennt man jetzt das Grisaille. Das kommt vom Französisch Gris, Grau, also diese Schwarz-Weiß-Untermalung. Über dieses Schwarz-Weiß-Bild kommt jetzt dann die farbige Übermalung. Und die macht man genau so, wie ich euch das in dem Einführungskurs bereits gesagt habe. Nur mit diesen Fett-auf-Magerschichten, das habt ihr ja alles schon mal gesehen. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich verdünne jetzt meine erste Schicht, verdünne ich jetzt mit Terpentin. Und ich lege da jetzt einfach mal den lichten Ocker drüber und lasse das Ganze aber ganz, ganz dünn. Und lichter Ocker ist eben auch kein deckendes Pigment. Und deswegen schimmert da das Dunkle relativ stark durch, auch natürlich das Helle. Und wenn ich das Ganze jetzt mit einem deckenden Pigment mache, also ich habe da jetzt das Cadmium Orange, Cadmiumfarben sind alle sehr stark deckend, dann deckt es trotzdem das Dunkel stärker ab als der lichte Ocker. Na, auch wenn ich das genauso stark verdünne, das seht ihr schon, diese pigmentierten Stellen,
die sind sehr viel deutlicher. Und ich mache jetzt da mal noch das mit dem Indigo, dass ihr das auch gesehen habt. Beim Indigo, seht ihr schon, kommt das Schwarz praktisch direkt noch durch und das Helle bleibt stehen. Und das heißt, ich brauche da im Schatten jetzt gar nichts mehr machen, damit es dunkel bleibt. Da muss ich jetzt wieder nachfärben, damit es wieder dunkler wird. Da bleibt es so. Genauso da brauche ich eigentlich auch nichts mehr tun. Das bleibt so dunkel, da brauche ich jetzt nur noch Weißhöhen. Beim Orange, bei den sehr deckenden Farben, ist es halt dann so, dass man da nacharbeiten muss. Und wie gesagt, dann kann man sich die Mühe eigentlich sparen. Ich mache jetzt das Gleiche noch mit dem Titanweiß. Das ist eine sehr deckende Farbe. Und ich glaube, da wird es am deutlichsten, dass Deckfarben halt nicht unbedingt geeignet sind, um solche Lasuren herzustellen. Wenn ihr in die Ölmalerei tiefer einsteigen wollt, bleibt euch das nicht erspart, dass ihr euch mit den Eigenschaften der Farben auseinandersetzt. Und das ist eine ganz gute Übung, dass man sich solche Kugeln macht und halt dann immer schaut, wie die Farben sich eben auf dieser Untermalung verhalten. Ich habe euch jetzt als Demonstration noch ein kleines Stillleben vorbereitet. Ich mache das aber jetzt nicht ausführlich, weil sonst dauert das Video endlos lang. Ich wollte euch bloß jetzt nochmal zeigen, wie vom Prinzip her diese Kunstwerkstätten, wie die gearbeitet haben. Also zunächst einmal musste jetzt der Meister, das hat der Meister immer persönlich gemacht, der hat diese Zeichnung hergestellt, wo also die Komposition festgelegt worden ist, wo die halt Dunkelwerte bestimmt worden sind. Und wenn die so fertig war, dann durften die Lehrlinge dann diese Zeichnung abnehmen und haben dann diese Zeichnung mit Durchdruckverfahren oder man hat so gemacht, dass man in die Zeichnung kleine Löcher gestochen hat und hat das Ganze durchgepustet und dann wurde das auf den Malgrund übertragen. Und dann, und das haben eben dann auch oft die Lehrlinge machen dürfen, dann wurde als erstes eine Untermalung in Schwarz-Weiß hergestellt. Und die habe ich jetzt mit Eye-Tempera-Farben gemacht. Und ich zeige euch jetzt noch, wie man das Ganze jetzt glasiert. Ihr arbeitet jetzt mit verdünnter Ölfarbe. Und dazu nehmt ihr jetzt dieses Terpentinöl oder Zitrusterpentin oder was ihr halt habt. Und dann tragt ihr die Farbe völlig ungemischt auf. Ich nehme jetzt für dieses kleine Kupferkännchen, das seht ihr jetzt eingeblendet, nehme ich die gebrannte Siena, das ist so eine halbdeckende Farbe, und mache die relativ dünn und trage die einfach über dieses ganze Kupfergefäß auf. Für die Feigen nehme ich jetzt das ungemischte Indigo. Und wenn ich meine Untermalung sauber gemacht habe, brauche ich jetzt wirklich nicht mehr viel zu tun. Für das Rot von der Feige habe ich jetzt noch Kaminrot dazu genommen. Das funktioniert jetzt mit den Erdfarben nicht, das schaut nicht gut aus. So, und den Hintergrund, ich drehe das Bild jetzt mal um, dass ich nichts verschmiere. Den möchte ich jetzt einfach mit diesem lichten Ocker gestalten, dass der so ganz warm wird. Den Tisch mache ich jetzt mit dem Titanweiß. Das deckt natürlich mehr ab, aber das kann ich ja dann immer noch gestalten. Seht ihr schon den Schatten, ne, den ich da drunter gelegt habe, den deckt das Titanweiß jetzt ab. Gut, und im nächsten Arbeitsschritt, wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, dann kann man das jetzt nochmal an den helleren Stellen mit einer dickeren Farbe bearbeiten. Also da jetzt dann nochmal mit einer dickeren Farbe drüber legen.
Während die dunklen Stellen, die kann man im Endeffekt schon fast so lassen. Braucht man eigentlich nicht mehr viel machen. Ich habe das Bild jetzt ein kleines bisschen noch korrigiert, habe in den Hintergrund ein bisschen was von dem Weiß mit reingegeben. Solange das flüssig ist, geht es. Ich setze jetzt auch auf die Feigen noch ganz vorsichtig, verdeutliche ich das Licht ein bisschen. Nur, dass ihr einfach auch seht, wie stark das Titanweiß im Vergleich zu dem Indigo, wie stark das deckt. Aber alles andere, ne, so diese ganzen Feinheiten, die man jetzt dann noch machen muss, das muss man in einem nächsten Farbauftrag machen und dazu muss man halt jetzt einfach auch warten, bis das Ganze trocken ist. Aber ich denke mal, als erster Eindruck, wie Schichtenmalerei funktioniert, habt ihr heute genügend gesehen. Probiert es aus, macht eure eigenen Experimente und vielleicht entdeckt ihr die Schichtenmalerei dann auch für euch. Weil ich glaube, so diese schimmernde Wirkung, ne, die diese Untermalung durch diese Farbe noch durchgibt, das erzielt man tatsächlich nur mit der Schichtenmalerei. Ich werde das gleiche Motiv im nächsten Teil à la prima malen und dann legen wir es mal daneben und dann schauen wir, welche Unterschiede das von der Wirkung her gibt. Ja, dann bis zum nächsten Teil. Bis bald.